Hallo, Marius Ebert hier. Es geht um den Industriefachwirt in diesem Video. Industriefachwirt, Industriefachwirtin. Und ich möchte mal eine Frage beantworten, die erstaunlicherweise sehr oft gestellt wird, nämlich muss ich einen Lehrgang besuchen? Und das möchte ich jetzt ein für alle Mal klären. Ich greife die Antwort vorweg. Die Antwort lautet nein, nein, nein. Sie müssen, wenn Sie Industriefachwirtin oder Industriefachwirt werden wollen, keinen Lehrgang besuchen. Ja, ganz klar und ganz eindeutig. Und lassen sich nicht von irgendjemandem irgendwas anders erzählen. Die Antwort lautet nein und die Antwort bleibt nein. Ich will es genau erklären. Und zwar, wenn Sie als Ziel haben, hier Industriefachwirt, dann müssen Sie zwei Hürden nehmen. Die erste Hürde und die zweite Hürde. So, Sie sind im Moment hier. Die erste Hürde, die Sie nehmen müssen, das sind die Zugangsvoraussetzungen. Zugangsvoraussetzungen sind formale Dinge. Das heißt, hier geht es um Papiere, um Zeugnisse. Ja, für den Industriefachwirt gibt es wie für alle anderen Lehrgänge bestimmte Zugangsvoraussetzungen, dass man Zugang hat zur Prüfung. Man kann sie auch Zulassungsvoraussetzungen nennen, dass man zugelassen wird zur Prüfung. Und das ist formal. Das sind bestimmte Berufsabschlüsse und Bescheinigungen von bestimmter Praxiserfahrung. Ja, was es genau beim Industriefachwirt ist, habe ich in Videos auch erklärt. Man kann es auch in der Prüfungsordnung natürlich nachlesen. Da hat man die Quelle. So, das ist die erste Hürde. Das klären Sie bitte. Der Ansprechpartner dafür ist die IHK. Am besten ist es, Sie laden sich einfach mal die Prüfungsordnung aus dem Netz runter. Sie studieren das mal. Und Sie prüfen, ob Sie diese Zugangsvoraussetzungen erfüllen. Wenn Sie sie erfüllen, dann nehmen Sie Kontakt auf zu Ihrer Kammer und lassen sich das bescheinigen. So, dann haben Sie die erste Hürde genommen, dann sind Sie jetzt hier. So, und jetzt kommt die zweite Hürde. Und die zweite Hürde, das ist die Prüfung. Die Prüfung, die sich aufspaltet auf mehrere Fächer und mehrere Arten von Prüfungen. Schriftliche Prüfungen, gegebenenfalls mündliche Präsentationen und so weiter. Das fassen wir jetzt alles mal zusammen unter dem Oberbegriff Prüfung. Das ist die zweite Hürde. Und für diese Prüfung, das ist also sozusagen inhaltlich. Hier müssen Sie nicht nur über Faktenwissen verfügen, sondern auch die Fähigkeit, das Faktenwissen zu transferieren auf praktische Probleme. Das habe ich oft an anderer Stelle erklärt. Hier geht es mir darum, muss ich einen Kurs besuchen? Und erst an dieser Stelle taucht diese Frage auf und die Antwort lautet wiederum nein, so wie es hier oben noch klar sichtbar steht. Aber Sie brauchen das Wissen irgendwoher. Ja? Wenn Sie diese zweite Hürde genommen haben, dann sind Sie hier, dann sind Sie Industriefachwirte. Die Frage ist also einzig und allein, wo kriege ich das Wissen her für diese Prüfung? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und da ist ein Seminar eine von vielen Möglichkeiten. Das kann man machen, das muss man aber nicht machen. Ein Seminar, ein Fernlehrgang. Dann genauso möglich ist das Selbststudium. Und meine, ich kürze es mal ab, meine Videocoachings. Das sind so die vier Möglichkeiten. Ja, weitere sehe ich im Moment gar nicht. Also das sind die vier Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass ich was übersehen habe. So, jetzt muss man das praktisch prüfen. Sie können also rein theoretisch auch durch ein Selbststudium sich vorbereiten. Sie können sich Bücher bestellen, Sie können in Bibliotheken gehen, Sie können sich das Wissen selber erarbeiten, Sie können sich alte Prüfungen kaufen, damit Sie auch wissen, wie geprüft wird, wie viele Punkte es gibt, wie gefragt wird und so weiter. Ist alles verfügbar, ist alles frei verfügbar. Studieren Sie, arbeiten Sie durch und dann gehen Sie zur Prüfung.
ist allerdings eher eine theoretische Sache. Ja, ich habe in den ganzen vielen Jahren, denen ich hier das hier mache, vielleicht 3 Leute kennengelernt. Ich meine, einige habe ich vielleicht noch nicht kennengelernt, weil sie eben ein Selbststudium machen. Aber es kommt sehr selten vor. Für die allermeisten verbietet sich das. Der Fernlehrgang verbietet sich aus anderen Gründen. Das habe ich auch an vielen Stellen erläutert. Das will ich jetzt nicht schon wieder plattwalzen. Das ist Quälerei, verbietet sich. Ein Seminar unter gewissen Umständen okay, wenn es ein gutes Seminar ist, wenn es gute Dozenten sind. Ansonsten empfehle ich meine Videocoachings. Preisgünstiger, schneller, leichter, ja, das sind so die Vorteile, die ich da sehe. Und das ist der Weg. Ja, und dann haben Sie die zweite Hürde genommen, denn Sie sind frei. Ja, hier, was das Wissen angeht, sind Sie frei, was das Wie angeht. Wie Sie sich das Wissen erarbeiten, ist Ihnen überlassen. Und deswegen noch einmal, muss ich ein Seminar besuchen? Nein, Sie können. Aber es gibt diverse andere Alternativen, die ich gerade aufgezeigt habe. Alles Gute, Marius Ebert. Dann erkläre ich in unter 5 Minuten, was die Spaßlerndenkmethode, meine Schnelllernmethode, für Sie bedeutet. An, ein Mensch hat ein Ziel. Dieses Ziel ist ein anerkannter Abschluss vor der Industrie- und Handelskammer oder eine ähnliche vergleichbare Prüfung. Diese Prüfung möchte er bestehen. Wie sieht der Weg dahin aus? Der Weg sieht folgendermaßen aus: S, L und im Rahmen von L haben wir V. Was bedeutet das? Das ist der Lernweg sozusagen. L steht für Lernen, aber ehe das eigentliche Lernen beginnen kann, muss der Lernende zunächst mal vornehmen eine Selektion, eine Auswahl. Was ist relevant und was ist nicht relevant? Das Zweite, er muss das, was er nun ausgewählt hat, in eine Struktur bringen. Er muss schauen, was ist denn hier jetzt der Grundgedanke, was ist das Wesentliche, was ist die Wurzel, was ist der Stamm, was sind die Zweige, was sind die Äste, was sind die Blätter und was sind die Maserungen der Blätter. Und erst wenn er diese beiden Schritte vollzogen hat, dann kann er sich um das eigentliche Lernen kümmern. Und das eigentliche Lernen besteht aus 3 Schritten. Das erste V steht für Verstehen. Da hilft ihm natürlich, wenn er das strukturiert hat oder wenn es jemand für ihn strukturiert hat, verstehen. Dann kommt das Vertiefen. Verstehen allein reicht auch nicht, dann kann man es nämlich nicht abrufen. Das Vertiefen sozusagen ins Langzeitgedächtnis überführen. Und der dritte Schritt ist das Verwenden. Verwenden ist das Aktivieren, der Transfer, denn die Prüfung ist eine handlungsorientierte Prüfung, bei der nicht einfach Wissen abgefragt wird, sondern man bekommt eine praktische Situation und dann heißt es, nun machen Sie mal. Hier ist ein praktisches Problem, jetzt machen Sie mal. Entwickeln Sie mal eine Checkliste, entwickeln Sie mal einen Ablaufplan, entwickeln Sie mal einen Leitfaden für ein Gespräch, das hier zu führen ist, was immer. Das bedeutet handlungsorientierte Prüfung. So, und wenn diese Schritte, erstens die Selektion, zweitens die Strukturierung, drittens das Lernen mit den Unterpunkten Verstehen, Vertiefen, Verwenden vollzogen sind, dann kann derjenige in die Prüfung gehen und seinen anerkannten IHK-Abschluss bekommen. Diese beiden Schritte sind in meiner Methode für Sie bereits gemacht. Wenn diese Schritte nicht gemacht sind, dann ist das Resultat Verwirrung, Verzweiflung, Frustration, Depression. Wenn aber die Schritte schon gemacht sind, sparen Sie immens viel Zeit. Denn hier bleibt die Zeit und hier bleibt die Energie. Das eigentliche Lernen ist gar nicht mehr so viel und gar nicht mehr so anstrengend. Aber Selektion und Struktur erfordern Zeit und erfordern Energie. Und diese beiden Schritte sind in meiner Methode für Sie gemacht, sodass Sie sich voll konzentrieren können auf das Lernen. Das heißt, der Lernstoff ist bereits selektiert, er ist bereits strukturiert.
Sie können sich also voll auf das Lernen konzentrieren und das Lernen erfolgt durch Bewegung, das heißt im Wesentlichen durch Videos. Sie sehen also den Lernstoff entwicklungsorientiert. Sie sehen nicht das fertige Haus, sondern Sie sehen, wie das Haus gebaut wird. Und das ist für das Lernen auch ganz wesentlich, dass man sieht, wie etwas zusammengesetzt ist. Dann kann man, wenn man das Fertige sieht, das Fertige viel besser verstehen, als wenn man es in so einem Lehrbuch oder in einem Skript einfach so vor die Nase geknallt bekommt. Das ist also das Wesentliche meiner Schnellermethode. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.